Initiator des nächsten KSC-Treffers. 89. Spielminute, Schleusener macht den Deckel drauf. Doppelpack Fabian Schleusener, der Wildpark bebt. 10. Saisontor, unsere Nummer 24 und damit war die Partie entschieden. Kein Abseits, Mikkel Bronsis hält das Ganze deutlich auf. Schleusener mit einem guten Move gegen Heuer Fernandes und schiebt dann Kohl ein zum 4:2 für den KSC. Ein tolles Tor, ein toller Tag, ein toller Erfolg im DB Bank Wildpark. Jetzt und feiern Lukas Cueto. Cueto 3:2. Wieder auf der Gegenseite. Der KSC dominant, 43. Minute. Nebel für Heise, der legt zurück. Ball kommt durch zu Gondorf und aufgepasst, Traumtor. Der Kapitän Jerome Gondorf mit seinem 10. Tor in der zweiten Fußball-Bundesliga und dem ersten in dieser noch jungen Spielzeit. Und was für ein Tor war das? Unhaltbar für Stojanovic. Den Neuzugang im Tor. Aber noch ist etwas Zeit. Der KSC hat munter durchgewechselt. 5 neue im Spiel, unter anderem Tsivtsivadze. Guter Vorstoß des georgischen Nationalspielers. Rapp ebenfalls eingewechselt. Jensen! Leon Jensen, 4. Saisontor. Und wieder ist es Rappen, jetzt springt unter dem Ball durch. Und Nebel, allein unterwegs, Nebel macht es! Er macht es! Derby-Sieg! Derby-Sieg! Das ist die Entscheidung! Paul Nebel, der den Ball über den heraus stürmenden Andreas Lutelov zum 2:0 und das ist die Entscheidung. Alle sind jetzt da unten, Daniel Gordon natürlich mittendrin. KSC von links nach rechts im Blau mit einem Traumstart. Paul Nebel, 10. Spielminute, 1:0, Karlsruhe. Was für ein Tor von Paul Nebel. Einwurf Tiede für den verletzten Jung in der Startformation Gondorf und letztlich Nebel, der das Ding unter das Tordach schweißt. Unhaltbar für Gästekeeper Heuer Fernandes. Die Wildpark-Jungs hatten noch nicht genug. Der eingewechselte Rapp für Breithaupt und was für ein schönes Tor. Der 20-Jährige mit seinem ersten Tor in der zweiten Fußball-Bundesliga. Das Ganze im 40. Einsatz. Er spielt schon unfassbar routiniert für seine jungen Jahre und hier belohnt er seine starken Leistungen von zuletzt mit einem wunderschönen Tor. Ansonsten sehr wenig von den Gästen der KSC, zunehmend tonangebend. So zum Beispiel in der 18. Spielminute. Der Ball kommt zu Philipp Heise und das 1:0.
erstes Saisontor im sechsten Einsatz in dieser Spielzeit. Breithaupt verspringt eigentlich der Ball ein bisschen und Heise fackelt erst gar nicht lange und zündet den Turbo. Was für ein Abschluss, ein Traumtor. Schüttelt sich kurz und fährt dann diesen Angriff zum Genießen. Marvin Vanitek! Doppelpack Vanitek, 83. Spielminute, macht es selbst und macht es perfekt. Ein Traumtor. Da passte kein Platzpapier dazwischen.